So, und das ist unsere nächste Unterkunft hier in Molbol auf der Insel Cebu. Da werden wir jetzt für 2 Tage ungefähr bleiben. Und es ist einfach wunderschön. Wir warten jetzt hier auf unseren Check-in. Der ist ungefähr in einer Stunde. Ich warte in der Zeit hier mit unseren Koffern und es ist einfach so wunderschön hier. Also, was möchte man noch mehr vom Leben? Wir haben hier uns ein bisschen Obst und Gemüse gekauft zum Essen. Es ist jetzt ungefähr 12 Uhr und das werden wir dann frühstücken. Zeige ich euch mal kurz. Sieht so lecker aus. So, hier kann man sich Kokosnüsse auch for free nehmen. Und hier haben wir uns eine Wassermelone geholt. Die kostet umgerechnet 1 Euro. Dann haben wir hier eine richtig reife Papaya, voll lecker, 2 gelbe Mangos und ich habe noch eine Gurke, weil ich hier nicht genügend Gemüse irgendwie bekomme. Und dann kann man sich hier alles for free nehmen. Man kann sich hier Schnorchelsachen nehmen, man kann paddeln. Das ist echt wunderschön. Man kann sich hier Kanus ausleihen und das Hotel ist bis auf die 2-3 Gäste, die es hier gibt, komplett leer. Hier kann man dann zum Beispiel zu Abend essen. Direkt am Meer und schaut euch mal dieses Meer an. Also, ich bin einfach nur baff. Das ist, glaube ich, das Paradies. Also immer wenn ich denke, es geht nicht mehr schöner, dann kommt es noch mal schöner. Und zum Beispiel hier, das ganze Meer ist einfach komplett frei. Das ist doch der Wahnsinn, hier mit 2-3 Leuten schwimmen zu können im ganzen Meer. Gibt es denn sowas? Ach ja, so, und dann kann man sich hier noch so auf die Liege legen, so schön, kann sich entspannen, das werde ich jetzt auch machen und bestelle mir noch vielleicht eine Kokosnuss, weil alleine bekomme ich die natürlich nicht auf und ja, dann warte ich ein bisschen, wollte ich einfach ein bisschen teilhaben lassen an dem, wie es uns hier so geht. Ich hoffe, euch geht es auch gut und ja, ihr könnt die Zeit auch so genießen. Bis dann.